Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Microsoft Excel Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie ich bei Excel Kommentare anzeigen lassen kann. Das ist eigentlich ganz einfach und ich habe dafür auch mal was vorbereitet, denn in diesem Arbeitsblatt befindet sich bereits ein Kommentar. Und generell haben wir zwei Möglichkeiten, Kommentare anzeigen zu lassen. Der einfachste Weg ist, mit der Maus über die jeweilige Zelle zu gehen und dann wird mir auch der Kommentar angezeigt. Das ist allerdings nur bedingt praktisch, denn wenn mein Arbeitsblatt hunderte Kommentare hat, wird das mit der Verwaltung schwierig und ich sehe natürlich auch nur die, die sich gerade in meinem Sichtbereich befinden. Möchte ich wirklich effizient mit Kommentaren arbeiten, gehe ich in die Registerkarte überprüfen, habe hier die Gruppe Kommentare und kann hier Kommentare anzeigen lassen. In dieser Seitenleiste werden mir jetzt alle Kommentare der Arbeitsmappe angezeigt. Und das Praktische ist, selbst wenn diese jetzt 100 Zeilen weiter unten sind, muss ich nur auf den jeweiligen Kommentar klicken und meine Auswahl springt in die jeweilige Zelle. Wir sehen, egal wo ich bin, die Auswahl springt dorthin. Und das macht es für mich sehr einfach, auch zu dem Kommentar die jeweilige Zelle zu finden und mich darauf zu beziehen und dann später weiterzuarbeiten. Möchte ich das Ganze nicht mehr, kann ich die Kommentare natürlich wieder schließen, indem ich hier auf das X klicke oder nochmal auf den Kommentare anzeigen Button. Und das ist eigentlich alles, was man wissen muss, wenn man Kommentare in Excel anzeigen lassen möchte. Das war's dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao.